Oh, servus Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf ein neues Video auf meinem Kanal. Und zwar Freunde, ihr habt mir immer geschrieben, Bühne, dreh mal endlich wieder ein Video mit einem CLA 45 AMG oder so. Ich habe einen sehr guten Freund, er hat einen CLA 45 AMG. Mit wie viel PS war der, Bro? 381. Mit 381 PS, meiner Meinung nach. Ein sehr schönes Auto. Viele von euch sagen, es ist ein Frauenauto, was für mich gar nicht der Fall ist, Freunde. Es ist so ein schönes sportliches Auto. Es ist klein, du hast eine Coupé-Limousine, sage ich jetzt mal. Du hast 381 PS mit 4 Zylinder und 2 Liter Hubraum. Jetzt sagen auch wahrscheinlich viele von euch, Freunde, das ist kein AMG. Wisst ihr, was für ein Dampf der unter seiner scheiß 4 Zylinder hat, Freunde? Von 0 auf 100 würde er so viele Autos in der Stadt durchnehmen, das glaubt ihr mir gar nicht. Also an der Ampel geht es ab wie eine Rakete, ich bin den schon mal gefahren. Erstmal zu dir, Kotschi. Wie geht's, alles klar, Mann? Hey, Leute, servus. Und zwar, Bro, ich frag jeden immer, was machst du beruflich, dass du dir so... Warte. Bro, was machst du beruflich, dass du dir so ein Auto leisten kannst? Mein Hauptberuf ist ja Boxen, ich bin ja Profiboxer. Und nebenbei bin ich bei der Stadt Augsburg. Also... Ordnungsamt. Offizieller Name. Okay, nicht schlecht, Digga. Seit 6 Jahren, also, auf jeden Fall, Freunde, sein Auto ist wirklich sehr schön. Was kostet so ein Auto ungefähr? 30.000. Aber so wie er dran steht, ist er wirklich sehr schön. Und zwar, Freunde, er hat jetzt aber auch leider jetzt Winterreifen drauf, weil wir das Ganze jetzt im Winter fahren. Freunde, schaut euch mal seinen CLA 45 AMG an. Der scheppert ganz anders, Freunde. Ich hab's euch gesagt, der scheppert ganz anders. Es ist ein geisteskrankes Auto. Bro, mach mal deine Motorhaube auf. Okay. Ein Vierzylinder Turbo, Freunde. So schaut das Ganze aus unter der Motorhaube. Was sagst du dazu? Checkst gar nichts, gell? Nein, aber. Egal. Eine, ich check auch nichts. An alle, die sich jetzt fragen, wie viel Platz hat man hinten? Hinten ist es doch voll eng. Ich zeig das Ganze euch jetzt. Ich bin 1,75 Meter groß und wiege 75 Kilo. Und so schaut das Ganze aus. Ja, ne. Es ist schon enger, aber man hat genug Platz. Aber man hat auf jeden Fall weniger Platz in einem Coupé als in einem CLA 45. Und. Danke auf jeden Fall, dass du ein Auto fahren darfst. Finde ich gerne, Bruder, jetzt alles. Checkt uns auf Instagram ab. Sein Name Kotschi1905. Mein Name, der bin ich ganz einfach, Freunde. Supportet den Jungen auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall eine kranke Zukunft noch vor sich, inshallah. Und es wird schon, Bro, ich glaube an dich. Danke, Bruder, jetzt. Mit deinem Boxen. Und wir unterstützen dich auf jeden Fall dabei. Ich mach ein Stück. Kotschi, fahr mal dein Auto gegen Leitplank, oder? Nein, Bruder, Alter, ich bin's nicht. Schau, dass man jetzt meine Haare nicht sieht. Doch, man sieht schon. Da fahren wir nicht zu sehen. So, Mann. Was bei diesem Auto ganz geil ist, man hört den Sound wie von draußen auch drinnen. Er hat so ein System, dass man seinen Sound auch drinnen hört. Das ist richtig geil bei dem Auto. Und es macht sein Auto innen noch viel lauter. Geil. Geil, richtig laut. Geil. Er hat Allrad, Bro, gell? Yeah? Ja, gibt's noch mit Heck? Ja, gibt's, Bro, aber der hat 360 PS, glaube ich. Eins unter 381. Film mal bei der. Geil, Mann, wirklich geiles Auto. Danke, Bruder. Wirklich, Mashallah, Bro, fahr vorsichtig. Wir hören uns das Ganze gleich nochmal im Tunnel an, Bro. Was verbraucht der so? Bruder, also wenn du den immer so trappst, verbraucht der schon 14 Liter oder so. Aber für einen AMG 14 Liter ist nichts, Mann. Nee, Mann. Im Gegensatz zu einem AMG. Ja, Mann, bestimmt, Bro. Wenn du ihn richtig trappst, maximal 14, 15 Liter, oder? Ja. Bruder, ich bin den auf Autobahn gefahren mit 6,9. Aber auch nur 120, so weiß. Aber ist gut. Aber 6,9? 6,9 ist ja gar nichts, Bro. Dafür braucht man Diesel sogar mehr. Also weißt du, was ich meine? Ja. Mein 1er BMW, Bro. Ich finde das Auto richtig schön, wirklich. Erstens, hört euch mal diesen Sound an. Geil, Motto. Er knallt am geilsten von
von allen Wegen knallt dieser AMG am geilsten, Morik. Da kann mir keiner was erzählen. Ich verstehe auch nicht, wie AMG das geschafft hat, Digga, mit 4 Zylinder so einen Sound rauszubringen, Morik. Schau mal, du schaltest runter. Der geht direkt ab, so weißt du, was ich meine. Aber auf was hältst du jetzt die andere Frage, weißt du? Bei der Leistung, was wir hier haben, Bro. 381 PS, oder? Hat der? Ja, ja. Gibt's auch mit roten Gurten und so. Ja, das schaut auch geil. Ist auch richtig sexy. Und da ist hier alles so rot und so. Ja, ja, Lenkrad ist rot, die Sitze sind rot. Ja, genau. Ich würde auch ein CLA 45 holen, Bro. Das ist ein geiles Auto, Sound, hast Optik, schaut neu aus, so weißt du, was ich meine. Also die unterschätzen es alle immer, gell, diese CLA. Ja, Alter, safe, auf jeden Fall. So 335 und so, keine Chance. 340. Stimmt, schon weiß ich. So, ich kaufe mir jetzt demnächst bald eine Autohalterung für meine Kamera, weil das wackelt die ganze Zeit und das fällt die ganze Zeit runter, sobald ich Gas gebe. Freunde, bei 2000 Likes machen wir eine Asi-Runde mit dem CLA 45 AMG. Dann zeige ich euch mal echt, wie man so ein CLA in der Stadt fährt. Ohne etwas Unfall gemacht. Ja, genau, Freunde, eins wollte ich euch zeigen. Ich weiß auf jeden Fall, dass man seine Heizung hier an- und ausmacht. Ja, genau. Das wissen jetzt viele ist, gar ja, jetzt aus. Jetzt an. Jetzt an, gell? Das ist aus. Ja. Krass, Moritz. Und hier lenkst du halt sogar. Ja, genau. Also die sind nicht umsonst da, diese Zeichen. Richtig warm, Alter, Walla. Der knallt auch, wenn du ihn runterschaltest. Oh, Alter, siebte. Wo du den neu gekauft hast, hast du viel gelacht, oder? Ja, Alter, Bro, brutal. Aber nach einer Zeit war es halt langweilig, so weißt. Ja, aber ab und zu habe ich immer so schon Bock, so ich höre so Phasen, so einfach raus und riesig Gas geben, ja, einfach Kickdown. Schon geil, Alter, Walla. Also bockt sie schon. Weißt du, was der GLC hatte und deiner nicht, Bro? Sobald ich bei ihm Gas gegeben habe und dann losgelassen habe, hat es bei ihm geblubbert, so anderen. Hat der auch, okay, aber nicht so laut. Ja, ja, so. Ich weiß schon, was schön du meinst, bei ihm, ja, zwei, dreimal, bei ihm tot, die ganze durchgehend, Zeit. Gell? Ja. Bruder, für das, dass nur so die kleinste Maschine ist, geht das schon gut, Alter. Ja, Digga, sind trotzdem 400 PS knapp, so weißt du, was ich ja meine? Ich hab gefragt mit Stage 1, dann hat es 450, aber, Alter. Echt, dann, oder? Ja. Schon gut, Bro. Das ist schon krank. Ah, Teddy und so hat dir zu, Bro. Was ist heute? Bro, Lockdown. Lockdown. Schacht, nur so viel, so geht. Echt, oder? Ja. Wow! Lang Deutsche, du bist so witzig. Komm, wir gehen kurz. Da ist Kamera. Nein, nein, Kamera, wir brauchen noch Licht wegen Kamera. Ja, Bro, diese Licht, oder? Oh, shit, Alter. Geil, Alter. Geil. Hey, 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 hey. Geil, Mann. Einmal noch. Oh, Alter, der knallt, Alter. Chock, geil. Wirklich geiles Auto, Motor. Danke, Bro. Alter, Bombe, Bro. Bombe, Bombe. Nein, warst du bei dem Galileo, gell? Ja. Yeah. Mit Hugo Boss Trainingsanzug. Ich bin auch. Telename. Langocci, Motor. Alter, Mann. Jeder mit Uniform, Alter. Dann komm ich da hin, Alter. Aber das ist doch so ein Job, Bro. Da machen dich bestimmt viele dumm an, gell? Da brauchst du ja, Bro, aber ja, so bei Parken, wenn du so falschen Parken. Sprachen lernen, Bubble. Wenn du so falsch parkst und du gehst und schreibst den auf und so, 90% von den Leuten, die kommen ja nicht. So jetzt, weil Corona ist und so, bei Ordnungsamt und so, Bro, du willst was erklären? Du wirst direkt dumm angemacht oder beleidigt. Meine
meiner wäre schon ausgebrochen zum Beispiel, jetzt, weil draußen ein bisschen nass ist. Ja. Dann hat voll die Traktion noch richtig gut. Urkzähler, Power Bro, wild. Die hat Angst bekommen. Ja, Bro. Manchmal so angeschaut mit dem Auto? Ja, voll oft. Weil du es bist, Bro, und ich wegst dem Auto. Ja, Mann! Geil, geil, geil! Geil! Geil, geil! Ich mich einfach überholen, Digga. Geil, geil! Kochi Baba! Lili! Kann man gut überholen hier, oder? Ja, auf jeden Fall, Bro. Aber vorne ist Blitzer, pass auf. Ja, pass, ich weiß schon. Da wurdest du auch geblitzt hier. Ja, Bro, hier wurde ich geblitzt, ich muss meinen Führerschein abgeben, Bro. Vorne ist ein Blitzer, okay, ab 60. Bro, die blitzen 20 Meter davor, Bruder, wo noch 50 erlaubt ist. Ich fahr 80, Bro, weil 20 darf man ja zu viel fahren. Ein Kammer bin ich nochmal drüber, bam, wurde direkt Digga. Ein Monat Führerschein abgeben. Deshalb einfach, eine gleiche auf jeden Fall kein Auto fahren. Bro, mit dem kannst du schon driften. Ja. Die gerade da, Mann, Götter hat er, bis im Götter ist da. Hat er. Nein. Sehr gefährlich, Bruder. Sehr gefährlich, Bruder. Ich lass es lieber sein. Kein Idiot, ich dachte, wir sind jetzt in der Ampel drin, Bro. Ich schwör's dir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Bei 2000 Likes und einem fetten Support auf Instagram machen wir eine Assi-Runde mit dem Wagen. Wirklich in der Stadt und so, gehen sehr oft Kickdown und alles. Ich küsse alle eure Augen, einmal nach Schacht und macht es gut. Peace. Ha, baby. Sina ni lately, stunde muss vom, aber dei trete, sanat von droin, tomu nomo koni njeti. Bini, Bro, ich wollte mich bei dir auch bedanken, dass ich im Video dabei sein durfte. Gerne, Bro, danke dir, Alter. Ich küsse deine Augen, Bruder. Allen ein frohes neues Jahr. Das Beste, ich hoffe, eure ganzen Wünsche gehen in Erfüllung. Familie, ich gönne euch gut. Alles Doppelte auf dieser Welt. Jungs, macht es gut. Ciao. Ciao, ciao. Einen. Oh, Kochi! Yeah!